Ein herzerfrischendes Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo, der Franchise-Modus. Und zwar wieder Parque Zoologico de Bahia. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Vielen, vielen Dank für die ganzen Kommentare, vielen, vielen Dank für die ganzen Likes, die ihr mir da lasst. Das freut mich immer und das unterstützt mich sehr. Das finde ich ist genial. Das ist genial, dass ihr das macht. Das freut mich unglaublich doll. Macht auf jeden Fall weiter so. Ihr seid cool, ihr seid die Besten. Tatsächlich. Und das sage ich nicht einfach so. So, ich möchte euch kurz zeigen, was passiert ist. Unter meinem letzten Video stand der Kommentar, dass man hier so ein bisschen fließenden Übergang machen kann. Zwischen der Nilpferd, dem Nilpferdgehege und dem, dem Gehege der, wie nennen sich die, Bongos. Und das habe ich mal als Idee genommen und habe das hier so ein bisschen als fließenden Übergang gemacht. Ich habe jetzt hier, hier die Barriere weggemacht und die Nilpferde haben jetzt ein bisschen mehr Platz und die Bongos haben, also das Gehege, das geht hier drumherum und das Nilpferdgehege geht hier hin. Einfach nur, um zu gucken, wie das dann funktioniert. Das ist so ein bisschen fließender Übergang. Die sind ja beide aus Afrika. Von daher müsste das... Ist das... Das ist sogar schwanger? Hat sich das schon gepaart? Das hat auch ein Kind. Okay, ist das ein, das Kind? Nee. Aktueller Partner, ist das der hier? Der hat aber aktuell keine Partner. Achso, deswegen. Naja, egal. Komisch. Wusste nicht, dass die sich schon gepaart haben? Neues Tier, neues Tier. Gelbe Anaconda hatte Nachwuchs. Dann kam das schon schwanger an. Naja, müssen wir mal gucken. Wir haben hier einen Paten für die Bongos. Das ist Marco. Der hat unter die, in die Kommentare geschrieben, man kann ja Pate werden. Ich werde die Tiere nicht mehr benennen, sondern ich werde jetzt hier Paten für die Gehege machen. So wie es im Zoo quasi auch ist. Und hier haben wir Sandy. Und Sandy ist Pate hier bei den Nilpferden. So haben die das ja auch in den richtigen Zoos. Und so möchte ich das hier auch machen, sodass wir hier ein bisschen Patenschaften für die Tiere verteilen. Das finde ich, glaube ich, ein bisschen cooler, als wenn wir die Tiere nur so benennen. Damit werde ich auf jeden Fall weitermachen. Hier wollte ich ein Gebäude bauen. Das wollte ich so ein bisschen offscreen nochmal machen. Allerdings fehlen mir die passenden Teile. So, ich werde als nächstes bei dem, wie nennt sich das hier, bei der Technikforschung, werde ich dann, wenn wir die Barrieren haben, gucken, ob wir nicht ein Stil, wahrscheinlich den asiatischen Stil, erforschen. So dass ich ein bisschen was bauen kann, weil ich bin echt, mir sind die Hände ein bisschen gebunden, tatsächlich. Violetta hat Babys gekriegt. Dann ist, oh, ich glaube, José ist da, ganz genau. José kommt erstmal weg und dann wird er verkauft für 600. Aber das stimmt schon. Exhibit-Tiere, also hier Vivarientiere, das sind die heimlichen Geldgeber hier in dem Zoo. Oder in den Zoos. Und hier ist ja immer noch Märchenwelt. Pate bei den afrikanischen Wildhunden. Ganz genau. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Wie gesagt, das baue ich dann mal weiter, wenn ich die Teile dafür habe. Aber jetzt gucken wir uns nochmal das Bongo-Gehege an. Da gab es ja ein paar Problemchen für unsere Bongos. Die waren nicht so hundertprozentig zufrieden. Da fehlt noch der stabile Rückzugsort und da fehlt Lebensqualität und so ein Kram. Machen wir das mal einfach. Es fehlt auch Futter, deswegen können wir das genauso gut gleich mal machen. Dann gibt es hier ein Robbing Pad. Was sind die denn? Sie sind so braun-orange. Können wir das da hinbauen? Sehr gut. Und hier könnt ihr euch ein bisschen verstecken. Ne, das bauen wir später. Aber hier gibt es auf jeden Fall nochmal was zu fressen. Sehr gut. Lebensqualität. Jetzt sind die auch im grünen Bereich. Alles cool. Alles cool. Ein Getränk hier hinten und hier drüben auch nochmal ein Getränk. Irgendwie. Sodass sie da noch was trinken können. Dann haben wir das schon mal. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Unterstand. Und dann gucken wir mal, was wir noch so brauchen. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, Klimawandel war das letzte, was ich hier hatte. Wir stellen das doch hier drüben lieber hin. Dass wir ein bisschen was, ein bisschen Abwechslung haben. Okay, der hat keinen Strom sowieso. Land Sharing. Land Sparing. Dann lass mal gucken, dass wir hier eventuell eine kleine Hütte bauen für die. Nur vorübergehend. Ich möchte das gerne ein bisschen später, ein bisschen schicker bauen.
Ich finde das Nilfeld-Gebäude jetzt auch nicht so mega hübsch. Okay, wie bauen wir das am besten? Wie bauen wir das am besten? Wir bauen das mal so. Und dann bauen wir hier die Planet Suchstreben. So, dass wir da ein bisschen was haben, ganz genau. Das soll nichts Aufwendiges werden erstmal, sondern so ein Unterstand werden, wo die sich reinlegen können. Was nimmt man da am besten? Metall? Echt? Na gut, nehmen wir mal Metall. Machen wir mal so. Und dann haben wir die. Das könnte vielleicht auch ganz gut sein. Okay, dann lass mal gucken, dass wir das jetzt hier verschieben. Und ranschieben hier an die Unterstanddinger. So. Machen wir hier das gleiche. Sehr gut, erstmal so. Dann erhöhen wir die ganzen nochmal. Einen kleinen Zacken. Und verschieben die dann auch nochmal. So, dass das passt. Ganz genau. So, erstmal. Okay, wir können, glaube ich, nochmal welche hier in die Mitte machen. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Sehr gut. Und hinten raus können wir natürlich die, nennt sich das hier, Holzplanken machen. Wie gesagt, nichts Aufwendiges. Nur so ein bisschen, dass die Schutz kriegen. Auch vor den Besuchern. Sehr gut. Und vielleicht hier auch nochmal. Achso, an der Weg rum. Hey. Das ist ja blöd. Geht das nicht? Auch nicht, wenn die Rastergröße kleiner ist. Doch, dann passt das. Einigermaßen zumindest. Ja, wir lassen das jetzt erstmal so. Das muss jetzt erstmal nur mal ein Unterstand sein. Weiß gar nicht, wo der hin soll. Der Unterstand. Soll auf die andere Seite hier. Da, wo der Eingang ist. Da kann er auf jeden Fall gut hin. Ah, da könnt ihr auch reingucken, ne? Wollt ihr ja gerne irgendwo, wo die Besucher nicht so gucken können. Aber gut, dann gucken die halt da rein, dann ist das halt so. Dann platzieren wir das Ding nochmal ein bisschen um. Dahin. Und hier kommt dann nochmal ein bisschen Schlafmöglichkeiten rein. Sehr gut. Zählt als stabile Rückzugsort, ne? Für euch. Ja. Wunderbar. Also glücklicher können die ja schon fast gar nicht werden. Pflanzen fehlen halt noch. Wie benutzt er das eigentlich? Reibt er sich dann drauf? Okay. Macht er mit den Hörnern. Bongos sind schon ziemlich süß. Hatte ich ja, wie gesagt, noch nie. Nice. Ostasiatisch möchte ich gerne. Den habe ich jetzt mittlerweile auch so geupgradet, dass das relativ schnell geht, die Forschung bei dem. War hier jetzt der Techniker mittlerweile? Ja. Ist Grasland eigentlich okay für euch? Ne, Tropen, ne? Ja gut. Das ist halt auf deren Seite hier. Das macht ja nichts. Hauptsache, die Dickhäuter hier haben ein bisschen mehr Platz. Ganz knapp. Da geht bestimmt noch ein bisschen was. Dann lass mal gucken für Tropen. Zwei der Tropenfelsen hier rein. Und schon ist hier ein bisschen weniger Platz auch. Weiß nicht, ob wir einen See brauchen für die. Könnte ich euch jetzt gut fragen, ob die Wasser brauchen, aber muss ich, glaube ich, selber entscheiden. Gefühlt irgendwie auf jeden Fall.
Oh, da fressen die beiden. Sehr süß. Sehr gut. So. Das ist ein bisschen groß. Ah, das würde auch hier hinpassen. Als Überstand irgendwie. Sieht auch ziemlich nice aus. Ich wollte ja sowieso hier ein paar Sachen mit Stein wieder entlasten. Ein paar, wie nennen sich die denn? Ah, Zäune, so heißen die. Kann man auch hier die Ecke machen. So, dass das ein bisschen mehr aussieht, als wäre das hier alles so integriert. Die ganze Geschichte. Oh, was haben wir gekriegt? 2 verschiedene Vivarientiere auf und platziere sie. Sehr gut, da kriegen wir 1000. Haben oder nicht haben. Und dann können wir gleich die Pflanzen platzieren. Bongos sind ja eher scheu, ne? Oder? Deswegen weiß ich nicht, wie geil das ist, dass ich hier einen erhöhten Weg für die gebaut habe. So, lass erstmal hier den Weg hier wegmachen. Und auch hier irgendwie. Ah, da geht das nicht. Ah, der geht weg. Ah, es ist okay. Den hier könnte man auch noch wegmachen. Ein VIP-Gast ist nimmt zu. Gleich mal Hallo sagen, ich brauche die Conservation Credits. Ich habe ja so wenig. So, und jetzt müssen wir uns endlich mal an die Pflanzen ranmachen. Biom. Ach nee, warte mal. Kontinent Afrika. Sehr gut. Jetzt gibt es hier 2, 3 Pflanzen. 2, 3 Bäume für die. Auch gerne so. Ah, okay. Die sind halt schon sehr groß, ne? Das sind tatsächlich die ersten Tropentiere hier bei uns im Tropen. Im Tropengehege. Im Tropenzoo. Hier muss man am Baum vorbeigucken. Das ist vielleicht auch gar nicht so doof. Immer ein bisschen schön, so ein bisschen was anderes zu machen. Okay. Noch nicht hundertprozentig zufrieden mit den Pflanzen. Hier hinten auf jeden Fall ein paar Pflanzen hin. Dann gibt es die hier. Die obligatorischen. Sollen wir die Mitte noch einbauen? Nee. Das wird dann ein bisschen too much. Ich glaube, das ist eins der Gehege, also das Nefit-Gehege und so möchte ich alles nochmal neu machen. Aber das Gehege hier könnte eins der wenigen sein, was wir konstant haben werden. Weiß nicht, ob wir hier die Zäune verschwinden lassen können dann. Wenn wir dann hier noch ein paar Pflanzen mehr reinmachen. Würde das gehen? So ein bisschen alternativen Zaun machen sozusagen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann möchte ich dich wählen. Auch so machen. Entkommt dürften die da nicht eigentlich an der Ecke? Das ist schon sehr unnatürlich, dass man da das nur so macht. So buschmäßig. Da kommt die ja schon raus. Eigentlich. Oder? Wenn er jetzt abhaut. Ist das passierbare Bereich? Der kann da nicht entkommen. Der kann da eiskalt entkommen. Verlegen wir den mal, solange wir es noch können. Okay. Das funktioniert so auf jeden Fall nicht. Wie ich mir das gedacht habe. Dachte ich, könnte da was machen. Ich kann es auf jeden Fall verringern, glaube ich. So, dass da nur unten so ein ganz kleiner Rand ist. Oder? Dann kommt er da nicht
nicht raus. Oder doch? Die gehen halt in die Büsche rein. Das ist halt so ein bisschen komisch. Um sich zu verstecken oder was? Aber raus kann er da nicht. Denke ich mal nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, weil durch die können die auch nicht durchgehen. Wir brauchen mehr Pflanzen. Im Gehege. Dann lassen wir nochmal einen Baum bauen oder zwei. Alles dunkel, jetzt wieder hell. Hier hinten dann. Auch gerne so ein bisschen buschig hier in der Mitte. Sehr gut. Möchte ich auch gerne eigentlich noch einen Baum hinbauen. Ich weiß nicht, was für einen. So einen großen? Eins ist der höchste, ne? Da weiß ich ja nicht, wie der aussieht eigentlich. So einen kannst du ja eher hier hinten hinbauen. Und selbst da sieht er nicht aus. Ich finde, die sind zu hoch, die Bäume. Auch für Dschungelbäume. Weiß nicht, wieso. Dann eher die hier. Eher so ein bisschen natürlicher. Weiß ich nicht. Die haben jetzt auf jeden Fall genug Pflanzen, aber wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Deshalb, weil das Gehege auch so riesig ist. Müssen wir gucken, dass wir hier was gebaut kriegen für die. Das Gehege so monster groß ist. Hier hinten kannst du auch noch was hinmachen. Und hier vorne möchte ich noch so einen Baum, so einen normalen Baum haben. Hier so einen, so eine Apfelmangrove. Ganz genau. So möchte ich das machen. Ah, hier können die dann auch durchgucken. Ah, stimmt. Kann man hier so reinluschern. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Gibt es hier auch noch einen Sprecher. Könnt ihr hier vorne auch noch was hören? Über Bongos. Das passt. Hier guckt ja eh keiner gerade. Das passt eigentlich nicht. Aber gut. Wenn die das unbedingt wollen, dann ist das so. Und noch ein Mülleimer und hier oben nochmal zwei. Oder drei. Die meisten gucken hier oben. Die meisten gehen nicht hier so durch. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wie wir das hinkriegen. Oh, Veterinärsforschung abgeschlossen. Für die Bongos. Sehr gut. Gibt es neue Sachen für die Bongos? Nee, ist jetzt noch nicht. Bauen wir hier mal diese Dinger vor. Dann kommen wir raus. Vielleicht kriegt er es ein Weibchen, dann können wir die Zucht hier weiterführen. Das bedarf dann ja keine Dings. Keine neuen Gene. Weil wenn das eh von einem anderen Männchen ist, dann passt das ja fast. Die sind jetzt schon ein bisschen mehr zufrieden, die Bongos auf jeden Fall. Die Leute, die gucken direkt hier, wo der Baum ist. Ah, es sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, wir können hiervon noch einen Baum irgendwo platzieren, hier drüben. Und in der Mitte wollte ich gerne noch irgendwas bauen. Irgendwas baumtechnisch. Das sieht noch sehr leer aus hier. Als Gehege. Vielleicht machen wir hier doch so. Warte mal. Warum ist das blockiert? Weil der Bongo da ist, bestimmt. Lassen wir den Bongo kurz weg. So. Jetzt haben wir hier so ein bisschen Wasser gemacht.
Sieht auch immer nett aus. Und dann können wir hier noch so ein bisschen mehr mit Steinen arbeiten. An der Wasserkante lang. Vielleicht freuen die sich ja über Wasser. Wenn die so im Regenwald leben. Könnte das ja sein, dass das ganz gut ist für die. Jetzt paaren die sich miteinander hier, die beiden. Ist auch okay. Hier erwartet ja eh Nachwuchs. Pflanzen und dann machen wir nochmal Afrika. Technikforschung. Nice. Oh, dann können wir ostasiatisch bauen. Dann lass auch gleich klassisch machen. Da gibt's Glas. Da nochmal eine Apfelmangrove hin. Wir können nochmal so eine normale Mangrove hier hin machen. Sieht ja auch nicht schlecht aus. Es ist so frustrierend, wenn die da eingepackt werden. Und man das gar nicht will. Aber das ist, wenn man zu dicht dran baut, ne? Passiert das? Das gefällt mir vielleicht ganz gut mit dem Wasser dort. Wenn wir jetzt hier so eine kleine sprudelnde Quelle noch gehabt hätten. Aber ich glaube, das lassen wir mal. Hier vorne können wir noch ein paar Pflanzen hinmachen. Vielleicht sowas hier. Bisschen in den Boden rein. Da geht noch einer mehr. Sehr gut. Sehr, sehr nice. Was haben wir noch? Haben wir noch irgendwie Kletterpflanzen, Schlingpflanzen, irgendwie sowas? Da hätten wir noch die hier. Kann man auch noch hier ranbauen. Ah, sieht das aus? Das weiß ich nicht. Okay, wir lassen das vielleicht so. Das Bongo-Gehege. Die haben auf jeden Fall genug Pflanzen jetzt. Nicht mega viele, aber... Ja, als Besucher finde ich das gar nicht mal so schlecht. Mit dem Wasser jetzt auch da drin. Das gefällt mir. Das kann man so anbieten. Und natürlich könnte man den Zaun hier drüben auch nochmal mit Steinen machen oder so. Weiß ich aber nicht, ob das dann too much wird. Ausblick von hier aus wirklich nicht gut. Ja. Es liegt wahrscheinlich daran, dass die dann hier stehen, wo der Baum steht. Aber es sind ja Dschungeltiere, ne? Die müssen ja so ein bisschen versteckt sein. Die Bongos. Bongo wird bald Nachwuchs haben. Wir haben die Kriminalität verringert. Bongo wird bald Nachwuchs haben. Die östliche Schlange hier. Die weiße hatte wieder Nachwuchs. Da werden wir die beiden gekriegt. Die machen wir nochmal zu Geld. Ach, guck mal hier, die alle. Bumm, 1700. Sehr nice. Das haben wir alles eingebaut. Das haben wir auch alles eingebaut. Die sollen nur Geld machen, die Schlangen hier vorne. Machen die auch ein bisschen. Bongo, der Nachwuchs. Bitte lass dich ein Weibchen sein. Jawohl! Ist es ein Weibchen? Und der Vater ist unbekannt. Aber die Gene sagen, dass das hier ein Inzuchttier ist, leider. Aber vielleicht kriegen wir trotzdem die Gene hoch. Wenn die Mutter da durchgeht, muss das Baby schwimmen. Na komm, lauf zu deiner Mama. Das ist ja knuffig. Guck mal, die großen Ohren. Das hört sich cool an, wenn die über Stein laufen. Die hören sich ein bisschen an wie die Nialas. Die haben sich auch so angehört.
Aber Bongos sind halt Waldantilopen, Waldgazellen. Guck mal, die kleinen Beinchen, die haben da weiße Streifen. Ganz nass, sagt es. Ah, die nehmen das Wasser auf jeden Fall ziemlich gut an. Rathia. Ah, die kann ja trotzdem hier bleiben, macht ja nichts. Ist die andere eigentlich auch trächtig? Ja, August 2012, wollte ich sagen. August 12. Wo sind die Leute? Warum sind die unzufrieden? Wegen Bildung? Ich habe doch so viel Bildung hier gemacht. Kann ja eigentlich gar nicht sein. Oh, wir haben asiatische Dinge erforscht. Sehr nice. Hier machen wir dann was über Bongos. Da brauchen wir vielleicht auch nochmal ein, zwei Schilder hier. Zu den kleinen Bongos. Hier, wo der Baum eh ist. Da kann man was über die Bongos lernen. Hoffentlich sagt er dann auch nicht verkehrtes Gehege in der Nähe. Und hier drüben könnte man auch nochmal einen hinstellen. Die sind ja noch hier. Die brauchen ja auch gar nicht so viele Bildschirme, wurde mir gesagt. Weil die brauchen die ja eh neben... Gucken die ihn nur nebenbei an. Violetta. Oh, ich weiß nicht. Ist es Ricardo? Ist es alle? Alejandro. Und dann haben wir hier die beiden afrikanischen Wildhunde. 7,2. Das muss unser Männchen noch sein. Ist das noch unser Weibchen? Ja, muss ja, ne? Hier ist das Männchen. Und wo ist das andere? Da ist noch das Weibchen. Weg mit denen. Die Lebensqualität echt so schlecht bei denen. Habe ich das nie weitergebaut. Das ist natürlich traurig. Was habt ihr denn? Habt ihr schon eine Box? Die haben einen Sprinkler, den die nicht so gut finden. Na, dann gucken wir mal. Ihr könnt auf jeden Fall so ein Ding haben hier. Für Futter. Ach, die haben schon einen Hundeball. Aber das Ding ist auch schon nice. Kommt das Ding hier hin. Dann kommt das Futterding hier drüben hin. Den Hundeball entferne ich mal. Vielleicht hilft das ja. Ja, Futter ist eh auf 100. Dann passt das auch. Ich kann das hier drehen. Ne, Gehege. Und dann wollte ich gucken, dass die hier noch ein bisschen mehr Beschäftigung kriegen. Wie zum Beispiel hier diese Box. Finden die gut. Kauknochen direkt vor dem Eingang. Und dann ist alles sehr gut. Sehr, sehr gut. Wie teuer ist euer Essen? Ah, das ist verhältnismäßig teuer. Wir müssen erstmal auf das Geld achten. Auch wenn wir fast 100.000 haben. Es läuft zumindest. Ein bisschen besser als im ersten Zoo. Und wenn die jetzt auch noch Babys kriegen, das wäre noch wunderbar für mich. Das baue ich dann nochmal fertig für nächstes Mal. Sozialverhalten, ja, die haben halt nicht so viel Platz, ne? Lebensqualität durch Beschäftigung. Haben wir da echt zu wenig bei den Flusspferden? Gleich mal gucken. Was können wir da noch machen? Oh, hier so ein Sulebad. Das kommt, glaube ich, hier sehr gut an für die. Pass mal auf, das ist gleich auf 100%. Nice. Weil dann macht der Platz auch nicht so mega viel. Es liegt halt hauptsächlich daran, dass die Babys haben, die drei Flusspferde. Die kleinen Babys hier. Duck, 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 stöbbeln die hier durch die Gegend. Können die da durch? Nee, eigentlich nicht, ne? Die geht hier hinten das Territorium ab. Die kackt da bestimmt auch nochmal hin. Ganz genau. Die machen das ja wirklich mit dem Schwanz, damit die hier ihr Territorium markieren. Dann passt das vielleicht ganz gut, dass die hier in die Ecke geht. Weil hier ja dann die Bongos dahinter sind. Hinter dem Bambus. Das gefällt mir eigentlich, die Abgrenzung von dem Gehege. Für die Bongos. Da muss natürlich jetzt das Wasser noch ein bisschen gereinigt werden. Das kann es aktuell noch nicht. Weil ich da keinen
kein Mitarbeiter-Ding habe. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Weil wo lasse ich das Wasser denn reinigen? Hier vorne, ne? Und wie kriegen wir das Wasser dann hier hinten hin? Indem wir hier hinten einbauen, ne? Aber da reicht auch noch nicht. Es muss schon ungefähr hier sein. Mache ich hier hinten mal einen hin. Wie weit ist der negative Einfluss? Weil dann mache ich das da hin. Okay, dann mache ich hier noch einen hin. Dann haben wir die beiden. Und hier vorne, okay, das muss eine andere Gruppe sein. Kommt nochmal ein Solarpanel. Das ist ja schon mal ganz gut. Welchen Weg nehme ich hier immer? Diesen grünen. So, dann können die Mitarbeiter hier lang gehen. Können die nochmal hier runter gehen und sich um das Zeug kümmern, weil das muss ja dann, muss ja sauber gemacht werden. Durst haben die auch, weil wenn wir jetzt hier hinten noch ein Getränk hinstellen, habe ich noch andere als Galpi? Nee, ne? Machen wir nochmal ein Galpi hier hinten hin. Wie weit kann ich den wegmachen? Das ist immer die Frage. So. Weil dann, dann ist er nicht im Weg. Dann steht da keiner im Weg. Das ist immer ganz wichtig eigentlich. Ah, guck mal. Das passt. Oh, könnte ich hier den Weg bitte nochmal ein bisschen breiter machen? Okay, weg. So vielleicht? Geht auch nicht. Das ist vielleicht schon zu breit. Ich hätte ihn halt hier ganz gerne ein bisschen verbreitert. Das will das Spiel aber nicht. Dann muss das so bleiben. Dann gibt es hier hinten ein Galpi und hier hinten gibt es noch ein Klo und ein Chief Beef und die Leute, die ziehen direkt hier rüber. Was brauchen die? Was zu trinken? Ja, das war ja klar. Ich glaube fast, dass ich mit einem besser fahre als mit zweien und den dann lieber hier oben hinsetze. Und dann einfach ein bisschen höher mache, ein bisschen größer. Das ist leider jetzt kein Strom, da müssen wir gleich ändern. Und den dann hier vergrößer. Ich baue auch noch auf der anderen Seite, das stand auch noch in den Kommentaren, das mache ich dann später nochmal. Und hier vorne ist kein Strom. Das ist natürlich blöd. Müssen wir kurz gucken, dass wir hier Strom hinkriegen. Das ist tatsächlich so das kleine Stück, wo kein Strom ist. Machen wir hier Strom hin. Das stört ja nicht. Die Solarzellen. Denke ich zumindest. Oh, guck mal hier. Golpi wird direkt angenommen. Aber auch das andere. Das Chief Beef. Recycling. Recycling-Dinger hier. Schade, ich will den hier so dicht wie möglich ranmachen. Dann gibt es hier nochmal Bänke zum Sitzen und Chillen. Und hier werden die Bänke auch sehr gut angenommen. Da wollte ich ja gerne eine Plaza machen. Gucken wir mal. Die müssen auf jeden Fall weg, weil das wird ja hier so der Hauptweg werden. Aber ja, es geht voran. Den Unterstand werde ich auf jeden Fall nochmal neu machen müssen bei den Bongos. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin habe ich hier so ein kleines Haus gebaut und zeige euch mal, wie ich mir das vorstelle, den Style hier in diesem Zoo, im Park Zoologico de Bahia. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin, haut es mal rein. Tschüss, Leute.